Es ist etwa 30 Jahre her, dass der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama sein Buch The End of History veröffentlicht hat, das Ende der Geschichte. Er wollte darin nicht behaupten, dass es keine Ereignisse von weitreichender Tragweite mehr gebe, sondern eher in der Tradition Hegels den Gedanken ins Spiel werfen, dass es keine Antithese zur Demokratie mehr gebe. Also die ersten drei Kapitel widmete er wesentlich dieser hegelschen Geschichtsphilosophie, in der sich die Tiefenstruktur der Geschichte entfaltet, aus einem Widerspruch zwischen These und Antithese, aus der dann die Synthese wird. Und wenn gegen die Synthese eine neue Antithese auftritt, geht es weiter. Aber Hegel war der Überzeugung, dass gewissermaßen die These des bürokratisch-absolutistischen Verwaltungsstaates und die Antithese der Französischen Revolution in der Synthese Preußens, des Preußens der Reformen von Stein und Hardenberg, einen Abschluss gefunden habe und dass es dagegen keine Antithese mehr geben werde. Gedanke, über den man ja auch damals schon gestritten hat, und die jungen Hegelianer haben sich relativ schnell von dieser Auffassung des Meisters abgesetzt. Fukuyama war nicht der Erste, der dieses Ende der Geschichte glaubte feststellen zu können. Alexandre Kojève, ein Russe, Kojevnikov ursprünglich, der nach Frankreich gekommen war und dort unter dem Namen Kojève geschrieben hat, war der Überzeugung, nach 1945 sei auch gewissermaßen ein Ende der Geschichte, insofern damals der Totalitarismus, das NS oder der Faschismus sein Ende gefunden habe, gekommen. Auch da konnte man sagen, na, das war auch eine Fehleinschätzung, denn nun entstanden gegeneinander gewissermaßen Stalinismus und westliche Demokratie. Es war also nicht unriskant, was Kojève damals behauptet hat, und doch konnte man den Eindruck haben, ja, er hat etwas Richtiges beobachtet, insofern keiner mehr bereit war, offen auszusprechen, ich bin ein Antidemokrat. Ich bin ein Diktator und ich freue mich, ein solcher zu sein, oder ein Tyrann. Nicht? Selbst Putin war ja relativ lange noch auf der Schiene, davon zu sprechen, das, was er dort installiert habe, sei eine gelenkte Demokratie. Aber es war wichtig, dass er sagte Demokratie. Also zu sagen, Fukuyama hatte ein gutes Gespür dafür, wie eine Position sich so verbreitet und durchsetzt, dass man sich eigentlich gar nicht traut, dagegen zu sein, sondern in irgendeiner Weise unter einem solchen Catch-all-Begriff Unterschlupf sucht und dann vielleicht noch mit einem Attribut eine bestimmte eigene Position geltend macht, also gelenkte Demokratie, nicht? Oder wenn Sie an Orbán denken, illiberale Demokratie. Die Vorstellung, es gäbe dazu keine Alternative, kann man sagen, ist inzwischen dramatisch widerlegt, weil die Attraktivität des westlichen Modells von Demokratie, was das heißt, will ich gleich ein bisschen genauer erläutern, dort, wo Entwicklungen stattfinden und man eine neue politische Ordnung erfinden muss, nachgelassen hat, dramatisch nachgelassen hat. Im globalen Süden orientiert man sich in hohem Maße nicht unbedingt an den Russen, aber doch an den Chinesen. Das hat gute Gründe, denn relativ lange, mehr als ein Jahrzehnt, hatten die Chinesen erkennbar höhere ökonomische Zuwachsraten als die westlichen Demokratien. Man konnte also nicht mehr einfach sagen, wer Wohlstand will, muss Demokratie einführen, was so ein Argument war im Anschluss an 89, 91, EU-Erweiterungsrunden und alles Mögliche mehr. Also diese sehr enge Verbindung von Wohlstand oder jedenfalls Wohlstandssteigerung und Demokratie. Das ist in vieler Hinsicht im Augenblick nicht plausibel, sondern da setzt man dann doch auf die Chinesen. Und wenn man noch dazu
nimmt, dass es sehr viel einfacher ist, sich am chinesischen Modell zu orientieren, insofern man dann keinen Rechtsstaat braucht und keine Zivilgesellschaft und auch nicht in diesem Ausmaße Korruptionsbekämpfung und vieles andere mehr, dann ist das für die traditionellen Eliten vieler Länder viel eleganter und naheliegender, den chinesischen Weg zu gehen, als den westlichen Weg, der diese zusätzlichen Herausforderungen hat und obendrein die Drohung für traditionelle Eliten, ihr werdet in eurer Macht beschnitten werden. Wohingegen, dann holt man sich sozusagen Berater aus Peking oder Umgebung, die eine gewisse technokratische Fähigkeit mitbringen und hat die Vorstellung, man könne auf diese Weise ganz gut durchkommen. Wie das so funktioniert und welche Folgen das hat, konnte man sehen im vergangenen Jahr, als es darum ging, wer schließt sich eigentlich den Sanktionen gegen Russland infolge des Angriffskrieges an, wer hält Abstand, wer stimmt womöglich gar für die Russen. Naja, und dann stellte sich doch heraus, dass eine sehr große Anzahl von Staaten, auch von Staaten, die sich Demokratie nennen oder Demokratien sind, sagen wir mal, das bekannteste Beispiel ist im Augenblick vielleicht Südafrika, auf Abstand geblieben sind gegenüber diesen Vorgaben. Und wenn man noch genauer hinschaut, wird man nicht nur sagen können, die Demokratie hat ihre Attraktivität im globalen Süden verloren, sondern man wird sagen müssen, sie ist auch bei uns zunehmend wankend und unsicher geworden. Man muss da jetzt gar nicht so sehr diesen südthüringischen, mit Verlaub fränkisch geprägten Kreis, der da jetzt diesen Landrat Sesselmann in einen Sessel gebracht hat, thematisieren, sondern kann beobachten, in welcher Weise das Engagement in der Demokratie und für die Demokratie von der Mitgliedschaft in Parteien und dem Engagement darin bis hin zur allgemeinen Wahlbeteiligung zurückgegangen ist. Also ich bin ja erkennbar schon ein bisschen älter und kann sagen, in der Zeit meiner politischen Sozialisation, den späten 60er Jahren, war das selbstverständlich eigentlich, dass bei Bundestagswahlen tendenziell 90% der Bürger gewählt haben. Weil vielleicht nicht immer 90%, dann waren es halt 88% oder so etwas. Und davon kann heute keine Rede mehr sein und wir sind weit davon entfernt. Und man wird sich auch darüber nicht hinwegbewegen können, indem man diesen Satz oder diese Bemerkung, die zeitweilig in der amerikanischen Politikwissenschaft kursiert hat, mobilisiert, die lautete, naja, wenn die Leute nicht wählen gehen, bringen sie damit zum Ausdruck, dass sie zufrieden und einverstanden sind. Ja, das war sozusagen eine der Formeln, die da ins Spiel gebracht worden ist, weil in den USA ja die Wahlbeteiligung aus einer Reihe von Gründen, auch organisatorischen Gründen, ganz anders ist, als das bei uns war. Mitgliedschaft der Parteien haben sich seitdem halbiert. Und ich würde auch, wenn man sozusagen mich sehr ernst fragt, ob ich glaube, wenn wir diese 30 Jahre in die Zukunft, die ich jetzt zurückgeschaut habe, in die Zukunft wenden, ob dann die Demokratie in Deutschland noch auf festen Beinen steht, sagen 50-50, mehr traue ich mir nicht zu sagen. Das hat Gründe und über diese Gründe will ich gerne ein bisschen sprechen, aber bevor ich dazu komme, möchte ich doch noch darauf hinweisen, dass wenn wir sagen Demokratie, so ganz selbstverständlich, dass eigentlich die Kurzfassung für einen sehr viel längeren Begriff ist, nämlich liberal-demokratischer Rechtsstaat. Also sozusagen drei Elemente. Die individuelle Freiheit, die politische Partizipation, Demokratie, und die Bindung von politischen Entscheidungen an eine Verfassung und ans Recht. Dieser Typus von Demokratie, der ist nicht selbstverständlich. Und sagen wir, wenn man auf die griechischen Ursprünge im 6. und 5. vorchristlichen Jahrhundert zurückgeht, dann war das eine ganz andere Form von politischer Partizipation, die dort stattgefunden hat. Also weder in dem Sinne der Liberalität und des Schutzes von
Individualrechten noch einer Bindung ans Recht. Es gab zwar so gewisse Verfahren für die Spezialisten unter ihnen, nicht? Die Überprüfung von Beschlüssen der Volksversammlung mit anderen Beschlüssen der Volksversammlung, aber eigentlich keine institutionalisierte Form, wie das bei uns der Fall ist, mit den Landesverfassungsgerichten und dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof und so weiter und so weiter. Dieser Typus von Demokratie ist im Prinzip im 18. Jahrhundert in den USA erfunden worden und er beruhte auf dem Versuch, die Probleme, die in der antiken Demokratie aufgetaucht waren, zu vermeiden. Nämlich, wie man gesagt hat, eine Stimmungsdemokratie zu sein, weil die Leute, athenische Bürger, die sich auf dem Pnyx versammelt haben und dann zugehört haben, was dieser Redner und was jener Redner, also die Anführer der Volkspartei, die Demagogen, wörtlich so übersetzt, nicht? Der Pädagoge ist der Knabenführer, der Demagoge ist der Volksführer, was die so zu sagen hatten, nicht? Und wenn einer gut geredet hat, dann hat man dem zugestimmt und wenn einer schlecht geredet hat, hat man dem vielleicht nicht zugestimmt. Und das hatte natürlich, wir würden heute sagen, mit der Performance der Auftretenden zu tun. Ob die überzeugend sprachen, ob die laut sprachen, hatten ja kein Mikrofon, wie ich das jetzt habe, und so weiter. Und deswegen hat man relativ intensiv in den USA damals dieser Demokratie mit Misstrauen gegenübergestanden. Der allgemeine Diskurs hat auch eher den Begriff der Republik ins Zentrum gestellt und nicht den der Demokratie, nicht den der Volksherrschaft. Sondern man wollte gewissermaßen Prozesse, Entscheidungsstrukturen entschleunigen. Entschleunigung als eine Form der Rationalitätsvermehrung. Sie sehen das heute noch an dem Verfahren der drei Lesungen, nicht? Sozusagen nicht, dass einmal ratzfatz eine Mehrheit gefunden wird bei Gesetzgebungsverfahren und dann ist das Gesetz durch, sondern es muss bei uns zumindest jedenfalls dreimal durch den Bundestag und dann muss es noch in den Bundesrat und dann muss der Bundespräsident es unterschreiben und es ist erst dann in Geltung, wenn es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden ist. War eine beliebte Frage, wenn man Studentinnen und Studenten in Prüfungen hatte, nicht? Wann tritt ein Gesetz in Kraft? Und die haben dann in der Regel gesagt, wenn der Bundespräsident es unterschrieben hat, und haben so ein schlaues Gesicht gemacht, das war aber falsch, Bundesgesetzblatt. Also sozusagen ein relativ langer Weg, von dem sich aber die Gründerväter der amerikanischen 13 Kolonien versprochen haben, dass auf diese Weise die Gestimmtheit des Augenblicks, die Ressentiments, die Leidenschaften und derlei mehr herausgefiltert werden und durch das auf lange Dauer angelegte gemeinsame Beratschlagen die Vernünftigkeit erhöht wird. Das war im Prinzip eine sehr gute Entscheidung, denn wenn wir uns heute mit der athenischen Demokratie beschäftigen, dann stoßen wir immer wieder auf solche aus Stimmungen heraus getroffenen Entscheidungen. Die berühmteste ist vielleicht die bei Thukydides beschriebene Entscheidung, was mit den Leuten von Mytilene passieren soll. Mytilene war ein abhängiger Staat von Athen. Die hatten rebelliert gegen die Athener. Die Athener haben ein Heer hingeschickt, haben die Stadt erobert. Und jetzt beschließt die Volksversammlung, was soll mit denen passieren. Na, und da tritt der Demagoge Kleon auf und setzt auf die Tagesordnung, sie sollen hingerichtet werden. Jedenfalls die Männer sollen alle hingerichtet werden und die Frauen und Kinder werden in die Sklaverei verkauft, auch um die athenischen Kriegskosten zu decken. Und weil der Kleon das überzeugend vorträgt und auch geltend macht, dass das ein gutes Exempel sei, damit andere Bündnerstädte nicht auf dumme Gedanken kommen, stimmt man dem zu. Aber am nächsten Tag kommt das Thema doch nochmal auf die
Versammlungs. Und es sind andere Redner da, die für Mytilene sprechen. Und man fasst einen Beschluss, der heißt, es werden nur die hingerichtet, die an der Verschwörung gegen Athen aktiv beteiligt gewesen sind, deren man in irgendeiner Weise habhaft geworden ist. Und die anderen können überleben und auch die Frauen und Kinder werden nicht in die Sklaverei verkauft. Jetzt ist aber das Problem, das Schiff, der Schnellruderer, ist schon losgefahren mit dem Beschluss des ersten Tages, nicht? Und man weiß ziemlich genau, wenn der vor dem zweiten Schiff in Mytilene anlegt, dann ist die Revision nicht mehr einholbar. Naja, also Pukulides beschreibt das wunderbar, wie dann die Leute, die den Mytilenern wohlgesonnen sind, da zum Hafen gehen und den Ruderern Wein und Brot und Oliven geben, damit die sich ordentlich in die Riemen legen, damit sie nicht als Zweite ankommen, sondern die Ersten sind. Und das gelingt auch, nicht? Aber es ist ein Beispiel dafür, in welch verhängnisvoller Weise ein Prozess, der aus Ressentiment heraus auf der einen Seite, nicht? Also die Mehrheit, die gesagt hat, ja, denen müssen wir es jetzt aber mal zeigen und dann herrscht da jetzt wieder Raison in unserem Laden. Und auf der anderen Seite der raffinierte Demagoge Kleon, einen Beschluss hinbekommen haben, den man kann sagen, wenn man mal darüber geschlafen hat, so nicht mehr haben will. Nicht? Und insofern ist dieser Typus von Demokratie mit seinen entschleunigten Prozessen der Entscheidung, der intensivierten Beratschlagung eigentlich typisch für den Versuch, nach mehr als zwei Jahrtausenden das Modell der bürgerpartizipativen Ordnung wieder aufzunehmen und neu zu installieren. Entschleunigung. Ich werde gleich noch ein bisschen was sagen über die Medien, mit denen das Ganze verbunden war, nämlich sozusagen die Medien der Gutenberg-Galaxis, Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Flugblätter. Also nicht neue soziale Medien, nicht Internet und derlei mehr. Das Problem dieser Vernunftgewinnung, die da eine Rolle spielt, war freilich oder ist freilich, dass auf diese Weise Entscheidungsprozesse in Demokratien relativ lange dauern. John Locke hat, als er sich über diese Fragen Gedanken gemacht hat, deswegen ganz bestimmte Probleme ausgegliedert und hat gesagt, gehören sozusagen einer vierten Gewalt, die nennt er Prärogative. Die kann sozusagen auch mal so entscheiden, das ist in der Regel bei Locke der englische König. Aber ansonsten natürlich Checks and Balances oder die Gewaltenteilung als ein zusätzliches Element der Entschleunigung. Nun hat man in Deutschland geglaubt, seit den 70er Jahren, wir demokratisieren die Demokratie, wenn wir die Einspruchsrechte gegen irgendwelche Entscheidungen, die getroffen sind, noch einmal intensivieren. Das ist auch allgemein gemacht worden. Nicht? Sodass also inzwischen aber die Einspruchsrechte so hoch geworden sind, sei es von Verbänden vor allen Dingen, dass man beobachtet, naja, da ist also eine Entscheidung getroffen worden, aber sie wird nicht umgesetzt. Sie liegt jahrelang bei den Verwaltungsgerichten. Es entsteht darüber ein Unmut und die Untersuchung zur missmutigen Gestimmtheit oder zur Demokratieablehnung in Ostdeutschland, die Leipziger Kollegen dieser Tage veröffentlicht haben, zeigt auch, es gibt ein Unbehagen an der Demokratie, weil sie nichts hinbekomme, weil alles so lange dauere, weil alles zerredet werde und derlei mehr, bis hin zu dieser Forderung, man brauche einen starken Mann. Interessant, dass Sie nicht gesagt haben, eine starke Frau. Und man brauche auch eine starke autoritäre Partei, die die Dinge durchziehe. Nicht? Das ist sozusagen in diesem Survey die Grundlage der Beobachtung einer relativ ausgeprägten Ablehnung von Demokratie, die interessanterweise nicht auf eine schlechte sozioökonomische Lage, gibt es in Sonneberg in dieser Weise auch gar nicht, zurückgeführt werden kann, sondern die tief sitzt
und die etwas damit zu tun hat, dass demokratische Prozesse halt im Hinblick auf die Implementierung von getroffenen Entscheidungen nicht in Gang kommen. Nun kann man sagen, ja, das scheint inzwischen bei der politischen Klasse angekommen zu sein, nicht? Wenn Olaf Scholz jetzt vermehrt vom neuen Deutschland-Tempo spricht. Das ist so eine Formel, die ganz bewusst signalisieren soll, wir haben dieses Problem gesehen, wir haben es verstanden, wir setzen auf Beschleunigung. Und das heißt auch, dass bestimmte Elemente dessen, was als Demokratisierung der Demokratie lanciert worden ist, zurückgenommen werden müssen. Also beim Bau von Windrädern, bei der Entscheidung über Trassen, die Strom von Norddeutschland nach Süddeutschland bringen und bei vielem anderen mehr, beim Ausbau von Eisenbahntrassen, beim Ausbau des Hamburger Hafens, nicht? Da kann man sagen, die Großtrappe und die Schnabelente, die beiden Fällen da ins Spiel gebracht worden sind, die waren gewissermaßen Aufhalter und, wenn Sie so wollen, Lächerlichmacher der Demokratie. Heißt, dieser liberal-demokratische Rechtsstaat ist strukturell darauf angelegt, Entscheidungen in einer mittleren Reichweite zu treffen, was Zeit anbetrifft. Nicht ganz schnell, das kann man nicht wollen, nicht? Dass sozusagen in einer einzigen Abstimmung jetzt auf gleich auch noch in personaler Präsenz Entscheidungen getroffen werden, aber auf der anderen Seite auch, dass Entscheidungen als Entscheidungen irgendwann ernst genommen werden müssen und nicht ewig und drei Tage bei irgendwelchen Gerichten liegen und danach noch ein Revisionsverfahren und noch ein Revisionsverfahren und so weiter. Was man sich auch vermutlich unter dem Druck internationaler Konkurrenz so auf Dauer nicht leisten kann. Würde heißen, Demokratie so beschrieben, ist eine institutionelle Form der Fehlervermeidung. Sozusagen, man entschleunigt, um Fehler zu vermeiden und möglicherweise auch durch Fehlervermeidung die Entscheidung zu optimieren. Aber man darf das nicht zum Exzess treiben, sonst wird man unglaubwürdig und macht sich lächerlich. Ich habe schon gesagt, das ist aber gebunden gewesen an eine bestimmte Organisation, an eine Struktur von Medien, die ich mit dem kanadischen Medienwissenschaftler Marshall McLuhan als Gutenberg-Galaxis bezeichnet habe. Also sozusagen das Buch als Wissensspeicher, die Zeitschrift und die Zeitungen als Orte, an denen beratschlagt und diskutiert wird, was eine Entscheidung ist, was Herausforderungen sind und derlei mehr. Und in gewisser Hinsicht kann man sagen, das Verfahren, das ich beschrieben habe für die Demokratie und diese Art von Medien, die jetzt ja auch nicht sozusagen auf der präsentischen Entscheidung, auf der Stelle klären wir diese Frage, angelegt sind, die passten gut zueinander. Insofern hat man sicherlich unterschätzt, was es bedeutet, wenn sich das Mediensystem beschleunigt, und zwar dramatisch beschleunigt mit den neuen sozialen Medien, dass da sozusagen eigentlich eine Struktur der Ungeduld heraufkommt, dass die Prozesse des Beratschlagens, also im Fach sagt man des Deliberierens, auch irgendwann beendet werden und dass dann die Dezision, die Entscheidung kommt. Was wir aber in den neuen sozialen Medien beobachten, ist auf der einen Seite eine ungeheure Beschleunigung und auf der anderen Seite aber eine völlige Ergebnislosigkeit der Diskussion, nicht? Also sozusagen, wenn Sie da die verschiedenen Foren aufmachen und sich Diskussionsprozesse angucken, dann beobachten Sie die Folgenlosigkeit. Eigentlich ein Ort, von dem man sagen kann, schön, dass wir mal drüber geredet haben, oder häufig auch unschön,
dass wir darüber geredet haben, weil es ja doch unterm Strich gereizte Diskussionen sind, bösartige Diskussionen. Nicht das Bemühen gewissermaßen in gemeinsamem Nachdenken und gemeinsamem Begründen eine Lösung für das Problem zu finden, das man identifiziert hat, sondern der bedingungslose und schroffe Austausch von Behauptungen mit dem Ziel, die eigene Position unter keinen Umständen zur Disposition stellen zu lassen, was mit einer Demokratie im Sinne des organisierten Beratschlagens natürlich nicht zusammenpasst. Man könnte also zu der Vermutung kommen, mit dem Ende der Gutenberg-Galaxie, die sich ja vor unseren Augen gewissermaßen innerhalb der letzten 20 Jahre und etwas mehr abgespielt hat, ist auch das Ende dieses Typs von Demokratie gekommen. Und deswegen gab es auch eine Reihe von Kollegen, die vor 20 Jahren ungefähr in entsprechenden Gremien gesagt haben, wir führen die E-Democracy ein. Nicht? Sozusagen, wir nötigen alle möglichen Leute, online zu sein und permanent mit Klicks sich zu entscheiden, ob man dafür oder dagegen ist. Was natürlich geheißen hätte, man überbietet das athenische Modell der Präsenzdemokratie der auf dem Glücksversammelten noch einmal, indem die Entscheidungen noch schneller getroffen werden. Aber der Prozess des Beratschlagens, das, was eigentlich sozusagen das Kernelement der Demokratie ausmachte, wäre dann sozusagen weggefallen. Nicht? Man sitzt da vor seinem PC und schreibt vielleicht irgendwas, einen bösen Brief, einen lieben Brief, einen Liebesbrief, was auch immer. Und zwischendrin taucht dann so plopp eine Frage auf und man sagt dann gewissermaßen aus der Gestimmtheit des Augenblicks heraus dafür oder dagegen oder was auch immer. Das führt zu der Beobachtung, dass Demokratien nicht auf Ewigkeit hin angelegt sind, sondern dass man vielleicht sagen kann, in vielen Fällen unterliegen sie einem 3- bis 4-Generationen-Modell und dann fangen sie an, abschüssig, auf die abschüssige Bahn zu kommen. Man könnte mit dem Wirtschaftshistoriker, Wirtschaftstheoretiker Walt Rostow sagen, auch bei Demokratien kann man beobachten, was Rostow für Familienunternehmen beobachtet hat, und er hat das The Pattern of the Buddenbrook Dynamics genannt. Nicht? Also sozusagen dieser durchsetzungsfähige alte Buddenbrook, der das Haus am Anfang bei Thomas Manns Roman führt, wird zunehmend abgelöst durch sensiblere, aber letzten Endes schwächliche Nachfolger. Und dann kommt der Kollaps, der Zusammenbruch des Hauses. Und in diesem Sinne gibt es eine Reihe von Kollegen, die, wenn sie über Demokratie schreiben, sagen, wir sind jetzt aktuell in der Midlife-Crisis der Demokratie. Das heißt, man kann das Ganze noch eine Zeit lang hinausziehen, aber es gibt keine Verjüngung mehr. Ja, das, wenn ich so richtig schaue, was das Alter anbetrifft, werden Sie damit Ihre Erfahrungen ja schon alle haben. Man kann das hinausziehen, aber es gibt sozusagen keine Rückkehr zur Jugend mehr. Das ist eine, wenn Sie so wollen, bittere Botschaft, weil es heißt, ja okay, das kann schon noch 30 Jahre, das kann auch noch 50 Jahre dauern, aber irgendwann demnächst ist das zu Ende und hat sich erschöpft, weil die Kraft und Energie, die die Voraussetzung demokratischen Lebens ist, versiegt ist. Das ist ein Gedanke, der interessanterweise so neu gar nicht ist. Es gibt dafür einen wirklich berühmten Begriff, den der Freund von Michel de Montaigne, der heißt Etienne de la Boétie, geprägt hat, der heißt Servitude volontaire, freiwillige Knechtschaft. Es ist ein spannender Begriff, weil es eigentlich ein Oxymoron ist, nicht? Also was weiß ich, ein schwarzer Schimmel oder ein hölzernes Eisen und derlei mehr, also sozusagen ein Nomen und ein Adjektiv, die einander eigentlich ausschließen.
Freiwilligkeit und Knechtschaft passen nicht zusammen. Knechtschaft schließt Freiwilligkeit eigentlich aus. Aber was er beschreibt, ist, dass die Leute erschöpft sind von dem Ausmaß von Beschäftigung mit Fragen des öffentlichen Lebens, in die sie sich einklinken müssen, über die sie nachdenken müssen, für die sie Zeit und möglicherweise Geld riskieren müssen und, wenn die Sache spitze auf Knopf steht, auch noch riskieren, vielleicht exiliert zu werden. Also jedenfalls in den spätmittelalterlichen, frühneuzeitlichen Kommunen war das relativ häufig so, dass wenn man auf die falsche Partei gesetzt hatte, man dann ins Exil gehen musste. Vielleicht berühmteste Beispiel, an dem die Florentiner hinterher sehr gelitten haben, ist Dante, nicht? Der also auf die Schwarzen in Pistoia gesetzt hatte und deswegen aus Florenz auf Lebenszeit und in Abwesenheit dann auch zum Tode verurteilt worden ist. Das alles ist in die Geschichte von Demokratien ja mit eingeschrieben, das Exil. Weil man vielleicht im Verdacht steht, ein Verfassungsfeind zu sein oder ein Infragesteller der herrschenden Partei und vieles andere mehr. Warum soll man das eigentlich tun? Doch sinnvoll, man zieht sich zurück, hält die Klappe, beobachtet das eher und sieht zu, dass man je bei den stärkeren Parteien ist. Nicht? Und wenn ein solcher Prozess eintritt, kann ja sagen, die Deutschen haben damit gewisse Erfahrungen, dann kollabieren Demokratien. Sie müssen nicht so dramatisch und so schnell kollabieren, wie das Ende 32, 33 in Deutschland der Fall war. Es kann auch ein langer Prozess des Dahinsiechens sein. Also stellt sich die Frage, kann man das verhindern? Oder vielleicht noch optimistischer gewendet, gibt es einen Jungbrunnen, in den man hineingeht und wieder herauskommt und dann hat man sozusagen die Midlife-Crisis hinter sich und ist wieder frisch und munter drauf. Über diese Frage haben die Alten gründlich und lange nachgedacht, aber sie haben eine Antwort darauf gegeben, die wir heute so nicht mehr akzeptieren würden. Also das Plakat passt dann doch ganz gut. Ist nämlich der Vorschlag, der Krieg sei es oder die Drohung des Krieges, die dazu führe, dass man mit so allgemeinen Lippenbekenntnissen, wofür man sei, ernst machen müsse. Ich habe vielleicht so als Hesse gewisse Klischees von den Bayern. Irgendwie glaube ich, die können hier alle ganz gut Latein. Es kann auch eine Täuschung sein, weil ihr langjähriger Ministerpräsident als ehemaliger Lateinlehrer natürlich bei jeder Gelegenheit Lateinsprüche gemacht hat, auch bei Wahlkampfveranstaltungen, das sich bei mir zu der Vorstellung verfestigt hat. Aber wenn Sie dem nachgehen wollen, nicht, dann wenn Sie bei Sallust in der Verschwörung des Catilina nachschauen, nicht, dann sagt er, ja, weil wir Karthago zerstört haben, haben wir im Prinzip unsere republikanische Ordnung zerstört, weil der nützliche Feind als Stressfaktor unserer Ordnung weggefallen ist. Wir haben uns zu wohl gefühlt. Das Interessante ist, dass die amerikanischen Neocons, die vor 20 Jahren ungefähr gesagt haben, das Problem unserer amerikanischen Republik ist, dass mit dem Wegfall der Sowjetunion, also die sozusagen diesem Stressfaktor, der uns immer wieder herausgefordert und bedroht hat, wir in eine Phase des Niedergangs eingetreten sind. Sind sozusagen zu dem genau entgegengesetzten Urteil gekommen, wie ich es eingangs von Francis Fukuyama, Sieg der Demokratie auf der ganzen Linie, beschrieben habe, sondern sie haben gesagt, Demokratien brauchen im Prinzip antidemokratische Herausforderer, damit sie nicht verwahrlosen, nicht verweichlichen, nicht schwach werden. Und sind deswegen zum Ergebnis gekommen, wir müssen eine Reihe von kleinen, überschaubaren Kriegen führen,
Der Krieg, den sie dann vor allen Dingen geführt haben, der dritte Golfkrieg, also der Sturz Saddam Husseins, das war dann kein kleiner Krieg und auch kein erfolgreicher Krieg, sondern hat sich hingezogen und wurde so zu etwas wie einer moralischen Katastrophe, teilweise auch einer politischen Katastrophe der USA. Das ist also in die Hose gegangen. Aber wir würden auch im Ernst nicht sagen, das ist jetzt sozusagen eine überzeugende Lösung. Man kann aber vielleicht sagen, gelegentlich herrschen so etwas wie günstige Umstände. Also wenn ein autoritär-autokratischer Herrscher ein anderes Land überfällt und das sich verteidigt und wehrt, wissen natürlich, worauf ich abhebe, dann ist das ein Vorgang der Revitalisierung von Demokratie. Es stärkt sozusagen vielleicht nicht unmittelbar die Widerstandskräfte, aber die Reflexion darüber, warum man diese Ordnung aufrechterhalten will und eben dann doch vielleicht nicht denkt, ach, wir hätten doch gerne auch so einen Putin, der für uns die Sache macht und uns in Ruhe lässt und uns nicht besonders herausfordert. Da wir aus Gründen des Beschäftigungsverhältnisses meiner Frau eine Wohnung in Dresden haben, die am Neumarkt gelegen ist, haben wir natürlich auch, wenn wir montags da waren, also meine Frau mich mitgenommen hat, großzügig, Pegida-Demonstrationen gesehen, nicht? Und als neugieriger Politikwissenschaftler bin ich da aus der Wohnung gegangen und habe mich da unten hingestellt und mal geguckt. Und ich kann Ihnen sagen, da waren unendlich viele Schilder da, die die Aufschrift hatten, Putin hilf. Das ist natürlich für die Dresdner obendrein noch so ein gewisser lokaler Joke, aber schon die Vorstellung, ja, wir bräuchten eigentlich auch so einen, der die Sachen beschleunigt, der autoritär ist, der das durchzieht und so weiter. Naja, ironischerweise kann man sagen, Putin hat geholfen, aber in einem ganz anderen Sinn als diese Figuren von Pegida das damals gemeint haben. Er hat uns das schon vor Augen geführt, nicht? Und das ist eine andere Variante als das, was die Neocons in den USA damals geglaubt haben, machen zu müssen. Die Verteidigung der Ordnung und eben nicht der Versuch, offensiv eine Ordnung wo einzuführen und einen autoritären Herrscher zu stürzen. Das ist ein Unterschied, den die russische Propaganda vermischt, indem sie sagt, wir machen doch, was wollt ihr eigentlich, USA? Wir machen doch in gewisser Hinsicht dasselbe, was ihr auch gemacht habt, deswegen diese allerhand Behauptungen, was die Ukraine sei. Und ihr könnt ja doch gar nicht im Ernst gegen uns antreten, weil ihr seid doch im Prinzip dasselbe Geisteskind wie wir. Ja, da ist schon ein Unterschied. Ein gravierender Unterschied dazwischen, der defensiv und offensiv nicht auseinanderhalten kann. Wenn man aber jetzt sagt, na gut, also mit dem Krieg können wir es und wollen wir es auch gar nicht mehr als Jungbrunnen der Demokratie versuchen. Erstens, weil die Waffentechnologie dazu geführt hat, dass das unüberschaubare Effekte hat. Und zweitens, weil wir aus der ersten Hälfte, gerade als Deutsche, aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts davon genug haben, da ist natürlich naheliegend, die Frage zu stellen, gibt es so etwas wie Funktionsäquivalente? Also das, was ähnliche Effekte hat, aber anders funktioniert. Und dazu vielleicht noch ein paar Überlegungen und Hinweise. In vieler Hinsicht ist das Problem unserer aktuellen Demokratie sozusagen, dass sie konsumistisch verstanden wird. Also in der Formel, die Politik muss liefern, die Politik hat geliefert, die Politik hat nicht geliefert. Nicht? Wir stehen sozusagen bis zu den Ellenbogen mit den Händen in der Hosentasche da und beobachten das Geschehen und glauben, Demokratie reduziert sich darauf, dass wir ja, in gewisser Hinsicht festhalten, das ist gut so, wir haben unsere Wünsche erfüllt, finden wir in Ordnung, oder aber haben sie nicht getan. Es gibt dafür auch einen Namen als Demokratietheorie, nämlich
dem österreichisch-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Schumpeter und dem Amerikaner Anthony Downs benannte ökonomische oder auch realistische Demokratietheorie. Die Demokratie beschreibt gewissermaßen nach dem Konsumentenverhalten im Supermarkt. Nicht? Geht dahin, guckt, aha, das ist dieses Produkt, hat mir gut gefallen, kaufe ich wieder, wähle ich wieder. Oder aber hat mir überhaupt nicht gut gefallen, bin dagegen. Eingeschlossen das, was bei Schumpeter und Downs nicht im Zentrum steht, nämlich wenn man in den Supermarkt kommt und man findet weder Produkte, die einem genehm sind und an die man einen guten Wiedererinnerungswert hat, noch Produkte, von denen man sich etwas verspricht, dann wird man vermutlich dazu neigen, den Supermarkt zu demolieren und zu randalieren da drin, nicht? Und innerhalb dieses Bildes würde ich sagen, in mancher Hinsicht ist Populismus die Beschreibung dieses Verhaltens. Man findet gewissermaßen kein Produkt unter den etablierten Parteien, das man glaubt, wieder haben zu wollen. Und dann fängt man an zu randalieren. So würde ich also jetzt übersetzen, wenn die Demoskopen sagen, die Hälfte der AfD-Wähler wählen die AfD nicht wegen ihres Programms, sondern weil sie anderen einen Denkzettel erteilen wollen. Das ist, ja, was heißt hier Denkzettel? Das ist gewissermaßen in der Demokratie randalieren. Aber das eigentliche Problem dabei ist ja, dass Demokratie jetzt beschrieben wird als eine Struktur von Output-Orientierung. Man hat Erwartungen, was das System leisten muss, und wenn diese Erwartungen nicht befriedigt werden, dann ist man indigniert, wendet sich ab, will mit den Parteien nichts mehr zu tun haben, geht auch nicht mehr zur Wahl. Man hat also eigentlich sich nicht darauf eingelassen, was Demokratie als eine hochanspruchsvolle und von daher jederzeit gefährdete Form der politischen Ordnung ist, nämlich die Erwartung Input. Also mit John Kennedy, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage dich, was du für dein Land tun kannst. Nicht? Und sozusagen die Zumutung der Demokratie, dass wir uns engagieren und zwar eben gerade nicht mit dem Aufstampfen des Füßchens und sagen in dieser Ressentiment oder Zorn getriebenen Weise, sondern indem wir uns auf eine längerfristige Perspektive einlassen und ja ein Teil unserer Zeit in diesen Prozess investieren. Ich könnte fast sagen, Arnold Gehlen hat das mal über Institutionen gesagt, sie konsumieren ihre Mitglieder. Ja, die Demokratie konsumiert die Demokraten. Sie nimmt sie in Anspruch, sie bedient sie nicht, ja, sodass sie zufrieden sind und sich den Bauch reiben und alles wunderbar, sondern sie stellt permanent die Erwartung an sie, streng dich an, engagier dich, denke gründlich darüber nach und so weiter und so weiter. Wenn ich das so beschreibe, wird eigentlich klar, was die Hypothek der Bonner Republik war, von der wir lange gedacht haben, läuft alles prima, wunderbar. Bonn ist nicht Weimar, wie das Buch des Schweizer Journalisten Fritz René Allemann damals hieß. Bonn ist nicht Weimar. Nämlich der Umstand, dass die neu entstehende Bundesrepublik gewissermaßen auf dem Rücken eines langen Kondratjew-Zyklus, das sind diese Zyklen, die der russische Wirtschaftswissenschaftler Kondratjew entdeckt hat, die gewissermaßen nicht die schnellen Zyklen der Ökonomie sind, sondern die so 40, 50 Jahre dauern können. Nicht? Und dieser Kondratjew-Zyklus, auf den die Bundesrepublik geritten ist, war der, den wir im Allgemeinen als Fordismus bezeichnen. Also Massenproduktion und auf der anderen Seite Massenkonsum. Als Grundlage der Vorstellung, Demokratie führt dazu, dass es uns allen besser geht, dass wir uns Dinge leisten können, die unsere Eltern sich nie haben leisten können oder umgekehrt, dass unsere Kinder es besser mal haben werden, als wir es haben. Eine Formel, die ja
sozusagen zum Selbstverständnis der alten Bundesrepublik gehört hat, die auch gewissermaßen die Attraktion bei der Organisation der Vereinigung, der deutschen Vereinigung gewesen ist und die in vieler Hinsicht die Osterweiterung der Europäischen Union angeleitet hat. Demokratie einführen, Marktwirtschaft oder Kapitalismus einführen und dann geht es euch allen besser. Ist ja auch nicht völlig falsch gewesen. Aber es hat sozusagen Erwartungen, Vorstellungen erweckt, die leicht frustrierbar waren. Nicht? Krastev und Holmes haben ein Buch geschrieben, das heißt Das Licht, das erlosch. Und da beschreiben sie im Hinblick auf eine Reihe von mittelosteuropäischen Ländern innerhalb der EU, wie gewissermaßen das Engagement und die Begeisterung für die Demokratie innerhalb eines Jahrzehnts geschwunden ist. Die haben dort noch viel schlechtere Wahlbeteiligungen als wir haben. Ja, und die haben auch eine sehr viel stärkere und intensivere Ablehnung der Demokratie. Sonst würde die PiS in Polen nicht die Mehrheit haben, also Kaczynski und Orban in Ungarn und was in Rumänien und Bulgarien der Fall ist, ist in vieler Hinsicht noch trostloser. Und selbst in einem Land wie Tschechien oder in der Slowakei sind ja immer wieder eigentlich Leute gewählt worden, die mit dem Charisma des Millionärs oder Milliardärs angetreten sind. Nicht? Sozusagen, aha, wenn der Chef wird, sagen viele Leute sich, dann werden wir davon profitieren. Kurzum, diese enge Verknüpfung von Wohlstandsmehrung und Demokratie, die zunächst einmal zur Stabilisierung der Bundesrepublik Deutschland in den 50er und 60er und 70er Jahren beigetragen hat, ist aber auf lange Sicht gesehen zu einer Hypothek geworden, weil sie Erwartungen hat sich verfestigen lassen, die jetzt frustriert werden. Also auch sagen, dass die Grünen den Peak hatten und dann so abgestürzt sind, hat natürlich auch damit was zu tun, dass sie das Versprechen des wachsenden Wohlstandes konterkariert haben. Das war unter den Umständen einer Dekarbonisierung der Wirtschaft so nicht zu erwarten. Also so haben wir uns das ja nicht vorgestellt. Nicht? Haben auch Wähler der Grünen gesagt, dass wir darüber verarmen, wenn wir eine grüne Wende durchführen. Heißt, damit soll ich wirklich zum Schluss kommen, Demokratien sind angewiesen darauf, dass sie nicht nur Bürger haben, die Erwartungen stellen, sondern dass sie Bürger haben, die politische Urteilskraft besitzen. Das ist sozusagen die Achillesferse von Demokratien. Nicht, ob da jetzt irgendwelche verfassungsmäßigen Regelungen, Abschaffung von Artikel 48 Weimarer Reichsverfassung und die Vorstellung, weil der in dem Grundgesetz nicht drinsteht, ist die Bundesrepublik stabil oder so etwas. Sondern eigentlich ist, könnte man sagen, Demokratie ist auch ein großer politischer Lernprozess, in dem alle, die sich daran beteiligen, in einen Prozess involviert sind, in dem sie immer mehr politische Urteilskraft, Urteilsfähigkeit entwickeln. Wie kriegt man das aber hin? Nicht? Wie kriegt man das hin, dass die eben nicht nach dem Ressentiment oder nach der Vorstellung, es muss uns auf der Stelle besser gehen oder derlei mehr entscheiden, sondern dass sie langfristig denken und Folgen und unerwünschte Effekte bedenken und vieles andere mehr. Die Schweizer machen das mit Volksabstimmungen. Das sind aber ganz andere Volksabstimmungen als die bei uns geforderten. Die bei uns geforderten haben eher sozusagen diesen Plebiszitcharakter, dessen sich auch gerne Diktatoren bedienen. Es ist so in Vergessenheit geraten, aber die Nazis haben in den 12 Jahren ihrer Herrschaft eine Reihe von Plebisziten durchgeführt. Das waren aber so einfache Fragen, nicht? Ob man für den Anschluss des Saarlandes sei oder so. Nicht? Und dann kamen dann schon Ergebnisse von 90 und mehr Prozent raus.
Aber mein Kollege Ricklin, der mal Rektor der Universität St. Gallen war, hat mir erzählt, naja, wir wollen ein neues Gebäude haben für die Universität und ich muss damit vors Volk. Ja, da habe ich dann nachgefragt. Also sozusagen der Kanton St. Gallen musste eine namhafte zweistellige Millionensumme von Franken investieren, um die Universität St. Gallen irgendwie mit einem neuen Gebäude und so weiter. Und das konnte nicht anders entschieden werden als in einer Volksabstimmung. Und das ist natürlich klar, nicht? Sozusagen so für die Faulenzer, die da in der Uni sich rumtreiben, auch noch so viel Geld auszugeben, das ist kein Selbstläufer. Das muss man gut begründen. Ich habe mich dann lange mit ihm drüber unterhalten. Ich denke, dass sozusagen eines der entscheidenden Argumente war, wenn wir das nicht machen, dann gehen ganz viele junge Leute aus St. Gallen an die Universität nach Zürich, die einen bestimmten Ruf hat. Und wir als Kanton müssen für jeden, ich glaube, das waren damals 4.000 oder 5.000 Frankli pro Semester, zahlen an die Züricher, weil die von denen ausgebildet werden. Nicht? Und jetzt stellen Sie sich noch vor, der Kanton St. Gallen ist ja eher katholisch geprägt, nicht? Und in Zürich sitzen da die letzten Zwinglianer. Wir sollen denen auch noch das Geld in den Hals schmeißen. Nee, dann bauen wir lieber ein Gebäude der Universität. Nicht? Das ist dann auch sozusagen ein solcher Prozess des Abwägens, des Gegeneinanderbringens, bei dem allerhand Motive, die jetzt nicht unbedingt die feinsten sein mögen, ins Spiel kommen. Aber die Effekte von Entscheidungen bedacht werden. Und wenn man solche Volksabstimmungen macht und das häufiger macht, wie die Schweizer das tun, dann kann man durchaus an der politischen Urteilskraft der Leute arbeiten. Man darf halt nicht so dumme Fragen stellen wie, soll das Tempelhofer Feld bebaut werden oder soll es so bleiben, wie es ist? Ja, dann haben die Leute entschieden, bleibt so, wie es ist. Also, wenn ich das mal etwas abwertend sagen darf, eine Hundekacke-Abwurfanstalt. Und als ich 3 Jahre später gezeigt hat, man braucht aber eigentlich unbedingt Baugelände mit infrastrukturellen Verbindungen, also da ist die U6, rede halt jetzt über Berliner Beispiele, gleich daneben, dann hätte sich unter den Umständen rasant steigender Grundstückspreise die Entscheidung sicher anders dargestellt, aber nun hatten sie mal dummerweise so eine Volksabstimmung gemacht, die einen gewissen sakralen Charakter hat. Da kann man sozusagen die nicht so zurücknehmen wie eine Abstimmung des Abgeordnetenhauses. Nicht? Die sagt man, okay, Lage hat sich geändert, machen wir wieder anders. Das also muss man wohl bedenken dabei. Und dann, glaube ich, könnte man ja auch, Sie sehen, ich habe da so gewisse Neigungen eines Hochschullehrers, des ehemaligen Hochschullehrers, Prozesse der Schulung von Urteilskraft forcieren, indem man sagt, wir ergänzen aber das Bestellungsverfahren von Amtsträgern der Wahl durch das Bestellungsverfahren des Loses. Das mag Sie vielleicht erschüttern oder erschrecken. Aber Aristoteles war der Überzeugung, das Wahlverfahren ist ein aristokratisches Verfahren. Es ist ein Verfahren der Bestellung von Personen in Ansehung der Person. Das heißt, es abstrahiert grundlegend von dem Gedanken der fundamentalen Egalität. Das ist ein anstrengender Gedanke und ich gebe gerne zu, dass mich, als ich in meiner hessischen Heimat viele Male im Wahllokal gesessen habe, die Vorstellung, dass da irgendwelche halb angetrunkenen Figuren dasselbe Stimmgewicht haben wie ich, das hat mir zu schaffen gemacht, ja. Ja gut, ich meine, als Wahlvorstand hätte man natürlich sagen können, Sie sind ja betrunken, ich verweise Sie hiermit des Wahllokals, aber macht man das? Nein, das macht man nicht, man möchte auch keine Schlägerei anzetteln oder sonst irgendwas. Außerdem hätte man dann auch den Alkoholpegel überprüfen lassen müssen, also hat man das runtergeschluckt. Aber gewurmt hat es einem schon. Andererseits, wenn man darüber nachdenkt, zeigt das etwas von der Großartigkeit des Gedankens,
One man, one vote. Ein Mensch, eine Stimme. Alle gleich. Und in diesem Sinne sagt der Aristoteles, das eigentlich demokratische Bestellungsverfahren ist das Los, das jeden treffen kann. Und das aber dann damit verbunden werden muss, dass man sich, wenn man vom Los getroffen ist, um ein bestimmtes Amt wahrzunehmen, nicht einfach so davonschleichen kann, sagen, ich habe aber jetzt gar keine Zeit, nicht? Sondern dass man das so wie vielleicht beim Schöffenverfahren, wo man ja auch kaum rauskommt, wenn man dafür ermittelt worden ist, das annehmen muss. Nicht? Und dann sagt man vielleicht, okay, wir haben hier einen Bezirk von 100.000 Einwohnern und da haben wir 500 draus gelost und die müssen jetzt entscheiden, ob in diesem Bezirk ein Kindergarten oder ein Altenheim gebaut wird. Ja? So alternativ zugespitzt. Und die müssen das nicht nur in einem Prozess des Beratschlagens und hinterher Entscheidens herausbekommen, sondern die müssen das, was sie entschieden haben, auch hinterher vor den 100.000 Leuten, die dort wohnen, argumentativ vertreten. Und wenn Sie sich das vorstellen, dann ist auch klar, dass das ein Verfahren ist, das eigentlich diese Eckensteher und Großmäuler und ewigen Rummotzer beendet, weil jeden von denen kann das Los ja treffen. Und dann müssen sie zeigen, was sie können. Nicht? Und dann werden sozusagen die Maulaffen-Pfeilhalter relativ schnell entzaubert. Also sozusagen als ein Verfahren, das die Würde und Ernsthaftigkeit des demokratischen Beratschlagens und Entscheidens wiederherstellt. Und in dem Sinne, das traue ich mich ja als ganz zugespitztes zu sagen, kann man über die Demokratie was Ähnliches sagen, wie Karl Barth es über die Kirche gesagt hat, semper reformanda, sie muss permanent reformiert werden. Vielen Dank.